liebe Freunde der Filmfotografie, heute mal ganz ohne Gesicht, sondern direkt in der Werkstatt, sozusagen als Reminiszenz und nochmal als kleinen Gruß an alle die im letzten Wochenende 3 Tage zum Kamerareparatur-Workshop hier waren. Wir hatten auch eine Menge Leicas und Rolleiflexes hier auf den Werkbänken und auch so einiges anderes Buntes. Wir haben also viel geschraubt und da noch eine Baby-Rolleiflex hier bei mir gewartet hat, darauf, dass der Verschluss gereinigt würde, habe ich gedacht, ich packe das mal eben noch schnell in ein Video, ein bisschen für eure, Viewing Pleasure auf zweifache Geschwindigkeit vorgespult, damit ihr nicht ganz so lange gucken müsst, wie ich geschraubt habe. Es ging bei dieser Babyrollei wirklich nur darum, den Verschluss gängig zu machen in diesem ersten Schritt. Dann kann man im zweiten Schritt nachher noch den Transport auf der jetzt linken Seite und den Fokus auf der jetzt rechten Seite, das Glas oben und der Spiegel, die müssten auch nochmal gereinigt werden. Aber wie gesagt, in diesem Video soll es erstmal nur um den Verschluss gehen. Und wie man sieht, ist dann die Topkappe auch relativ schnell runter. Und dann als erstes die kleine Schraube raus und der Haltering runter. Dann kommt als nächstes der Positionierungsring, der kleine Zahnkranz zum Einstellen. Und dann haben wir noch 2 Ringe darunter, die miteinander kooperieren, um die EV-Werteinstellung zu realisieren. Und dann sind wir schon an der Steuerkurve. Ja, und dann sind wir schon mitten im Verschluss. Da der Verschluss der Rollei, Babyrollei hinten ein Stirnzahnrad hat, was man nicht ohne weiteres von seiner Achse kriegt, ist es sehr schwer, die Blenden- und Verschlusslamellen auszubauen. Also das ist dann ein größerer Aufwand. Und deswegen müssen wir hier ein bisschen anders vorgehen. Das heißt, ich werde also als erstes mal das Vorlaufwerk und das Hemmwerk ausbauen. Das sind zum Glück einzelne Baugruppen, die kriegt man relativ leicht raus. Wie man auch hier sieht, sind das eine Schraube fürs Vorlaufwerk und 2 Schrauben für das Hemmwerk. Und dann kommen die raus. Schrauben entsorgt. Na, da steckt noch eine drin. Wo ist sie hin? Ah, sie steckt immer noch im Hemmwerk. So, auch die ist gesaved. Und dann geht es mit diesen beiden Baugruppen erstmal rüber in das Ultraschallbad. Da kommen die in die Reinigungslösung. Deckel drauf. Und dann kann das Ultraschallbad seine Arbeit erledigen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, in einem Glasgefäß? Ja, mache ich deswegen, weil da halt Isopropanol auch in dem Reinigungsbad drin ist. Und wenn ich das jetzt in die ganze Wanne schütte, verbrauche ich zum einen unglaublich viel und zum anderen verfliegt das Zeug immer sofort. Deswegen in einem Glas, dann ist die Übertragung der Schallwellen zwar etwas geringer, muss ich es einfach nur länger drin lassen, dann funktioniert das genauso gut. So, in der Zwischenzeit können wir uns dann um die Verschluss- und Blendenlamellen kümmern. Die waschen wir ordentlich aus. Wie gesagt, normalerweise wäre der richtige Weg, die von hinten jetzt zu entfernen und einzeln abzuwischen. Aber wenn da ein Stirnzahnrad ist, dann kriegen wir halt den Rückdeckel von dem Verschluss nicht ab und dann ist mit Auseinanderbauen da nichts. Man könnte das jetzt abziehen und nachher wieder draufsetzen, aber das ist, wie gesagt, dann eine sehr viel größere Baustelle und dann wirklich nur nötig, wenn die Verschlusslamellen extrem rostig oder dreckig sind. Sind sie hier nicht. Von so her habe ich mich dann entschieden, das Ganze, weil es ja auch ein Quick Clean ist, auf diese Art und Weise zu machen.
immer relativ schnell wieder ausblasen. Das heißt also die Schmierstoffe lösen, ausblasen und dann wieder lösen und wieder ausblasen. Und das wiederholt man dann so 25 bis 30 Mal. Naja, nein, 10 Mal tun es vielleicht auch. Das Ganze dann auch genauso nochmal mit den Verschlusslamellen. Das Ganze reinigen, lösen, ausblasen. Und dann kommt man da relativ schnell zu einem Ergebnis, mit dem man arbeiten kann. Finalen Reinigung geht. Nicht zu viel Druck geben, die Lamellen sind empfindlich. Und man kann dann das, was man löst, quasi nach außen abtransportieren und dann da wegwischen. Und dann ist das eigentlich so gut wie neu. Wenige Tropfen reichen absolut aus. Wir wollen den Verschluss hier nicht ertränken. Ist übrigens hilfreich, wenn man vor solchen Prozeduren die Rücklinse entfernt. Das geht bei der Babyrollei in der Tat relativ einfach. Das macht es einem einfach. Dann muss man nachher das Glas nicht so reinigen. Während Hemmwerk und Vorlaufwerk immer noch schön im Ultraschallbad vor sich hin brummen, kann man hier natürlich sich der Reinigung und Vorbereitung der anderen Baugruppen widmen. In dem Fall ein bisschen Lithiumfett auf den Steuerring, damit er schön problemlos gleitet. Wirklich wenig kontrollieren, ob alle anderen Hebel frei beweglich sind, so wie sie das sein sollen. Das sieht gut aus. Eventuelle Staubflusen oder von den Q-Tips noch raus. Und dann können wir uns schon den anderen Bauteilen widmen. Die Steuerkurve, auch die ist gerne mal in altem Schmier getränkt. Das kann man auch schön mit Isopropanol oder Benzin reinigen. Dann flutscht auch das wieder nachher und die einzelnen Zeiten lassen sich ganz präzise und sauber einstellen. Auch das kriegt einen Hauch Lithiumfett. Wirklich nur ganz wenig. Und die anderen Bauteile werden einfach nur gereinigt. Die Zähne, die man hier unten sieht, das sind die quasi für die EV-Wertsteuerung. Da setzt sich gerne mal so ein bisschen Kruste drin fest, wenn man die rausmacht. Dann funktioniert das nachher mit dem Kombinieren der Blenden- und Belichtungszeiten sehr viel besser. Der Haupteinstellring ist eigentlich mehr oder weniger ein Zierteil, dient nur der leichteren Bedienung. Da ist halt wichtig, dass das Chrom ganz nett aussieht. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht hier dieser Rückhaltring, weil da die Fräsungen drin sind für das Klicken der einzelnen Zeitstufen. Da sitzt auch immer richtig viel altes Fett drin. Das muss raus. Und dann gibt es da ein bisschen frisches synthetisches Fett. Auch da braucht es nicht viel. So, inzwischen sind dann Hemmwerk und Vorlaufwerk mit dem Baden fertig.
Die können jetzt raus. Und dann geht es zum Kompressor, die eben trocken blasen. Ich bin bei Hemmwerken und Vorlaufwerken mittlerweile dazu übergegangen, die trocken zu schmieren. Dazu benutze ich also Graphitpulver. Das wird erstmal relativ großzügig in den ganzen Vorlauf eingebracht. Würde natürlich dann überall in der Kamera rumsauen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das gleich einarbeiten und dann sorgfältig ausklopfen und ausblasen, sodass sich da keine Bestandteile mehr lösen. Der Vorteil von dem Graphit ist die Tatsache, dass es eben nicht klebrig ist, wie das Öl wäre. Wenn man da also ein bisschen Öl reintut, dann hat man immer Punkte auf Achsen oder Wellen, wo der Staub dann quasi wie magisch angezogen wird. Und das kann eben bei einer Trockenschmierung nicht passieren. Überhaupt sind die Werke eigentlich so gestaltet, dass die trocken laufen können. Sorgt natürlich ein bisschen für längere Haltbarkeit, wenn man den ein bisschen leichteren Lauf verpasst. Ich lasse hier einfach nur mehrfach das Werk quasi in verschiedenen Einstellungen laufen, sodass die Graphitpartikel so wirklich auf die Achsen gelangen und sich überall fein verteilen. Und wenn das dann soweit ist, dann gehe ich hin und blase die mit dem Kompressor richtig gründlich aus, dass also alle groben Partikel weg sind, dass also nachher in der Kamera nichts durch die Gegend fliegen kann an Graphitpartikeln, denn das wollen wir noch auch nicht haben. Gleiche Prozedur mit dem Vorlaufwerk. Das ist natürlich ein bisschen leichter, das kann ich schön aufziehen. Und dann arbeitet sich das quasi selber rein alles. Und dann merkt man schon am Ablaufgeräusch, dass das alles ganz gleichmäßig und ohne Stockern funktioniert. Dann wird es nochmal ausgeblasen. Und dann sind beide Werke eigentlich wieder bereit für den Einbau in den Verschluss. Kleiner Tipp am Rande, wenn man die kleine Schraube hier in der Kerbe vorher reinsetzt, dann tut man sich wesentlich leichter beim Einbau nachher in den Verschluss. Tja, wenn die Schraube zu dick ist fürs Loch, das könnte daran liegen, dass man die Schraube von Hemmwerk und Vorlaufwerk vertauscht hat. Ja, braucht manchmal eine Sekunde, bis man das merkt. Das Vorlaufwerk an seine Position gebracht, ein bisschen zurechtgerückt und dann kann man das auch schon festschrauben. Beim Hemmwerk ist das so, dass die Grundgeschwindigkeit des Verschlusses
dann quasi vom Winkel, in dem das Handwerk eingebaut ist, abhängig ist. Den Winkel kann man eben mit den beiden Schrauben einstellen. An der Stelle sollte man kontrollieren, dass alles so weit läuft und beweglich ist, wie das sein soll. Hier hat sich beim Einbauen der Steller für das Hämmerchen, für den Amboss hinten verklemmt. Da müssen wir das Handwerk nochmal rausnehmen. Ja, jetzt ist zu einem Überfluss noch die Feder abgesprungen. Das ist ein ganz winziges kleines Ding. Die einzuhängen macht immer richtig Spaß. Die muss auf die andere Seite von diesem Hebel. Blöderweise bewegt sich der Hebel auch noch. Aber selbst wenn sie nicht euphorisch ist mitzuspielen irgendwann, ist sie auch wieder in der richtigen Position, also Hemmwerk wieder rein. Und mal in die Grundposition gebracht. Weiterer Tipp am Rande, man sollte das Hemmwerk immer erst dann einbauen, wenn der Verschluss tatsächlich komplett abgelaufen ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das vor dem Auseinandernehmen, vor dem Reinigen gemacht hatte. Ich könnte jetzt zurückspulen und nachgucken, ob das wirklich so war, weil ich meine es immer noch, dass ich es gemacht hätte. Also ich weiß nicht, warum der jetzt wieder gespannt war. War er aber in der Tat. Und dann passt natürlich die ganze Synchronisation nicht so wirklich zusammen. Und auch dieser kleine Hebel, den ich da gerade versuche einzubauen, er will da nicht so geschmeidig in seiner Position rutschen, wie er das eigentlich sollte. Also es gibt immer eine Möglichkeit, sich die Arbeit schwerer zu machen, als es sein müsste. Wie auch immer, im Zweifelsfall trainiert das halt die Feinmotorik. Ist dann auch nicht wirklich tragisch. So, final sitzt der Hebel drin. Und dann stellt man fest, dass sich der Verschluss nie aufziehen lässt, weil er schon aufgezogen ist.
Ich habe zuerst den Vorlauf im Verdacht, aber der ist es nicht. So viel weiß ich jetzt. Wenn der Vorlauf dann, beziehungsweise der Verschluss dann abgelaufen ist, dann passt auch alles wieder viel besser zusammen. Und oh Wunder, die Kamera lässt sich auch wieder aufziehen. Jetzt geht es dann eigentlich nur noch an eine Friemelaufgabe. Das ist nämlich den Winkel so einzustellen, dass die Sekunde eine Sekunde ist und die 15. Sekunde auch sauber auslöst. Das ist dann tatsächlich Try and Error. Vorher aber noch die Gelegenheit, mal die Rücklinse zu putzen, bevor wir nachher vergessen, das zu machen. Hier kommen wir mich dann ganz schlecht dran. Und da wir dann gerade schon da unterwegs sind, wischen wir auch nochmal über die Blendenlamellen drüber. Die sind dann auch sauber. Ja, jetzt geht's im Prinzip nur noch ums Feintuning von dem Verschluss. Schon in etwa, ist ein bisschen lang, aber bei der 15. und der 30. ist es einfach noch nicht schön. Und wie gesagt, das ist dann einfach nur eine Frage von hinhören und entscheiden, schneller, langsamer. Und im Prinzip ist das Prozedere immer das gleiche. Man löst hinten die Achsenschraube, vorne die Schraube in dem Langloch und dann kann man den Winkel, in dem das Ganze im Verschluss steckt, verändern. Und je nachdem, wie steil oder flach der Winkel ist, greift das Hämmerwerk mehr oder weniger ein. Und dann kann man quasi die Balance zwischen den Hämmerwerkszeiten, den Nicht-Hämmerwerkszeiten zueinander justieren, solange bis die Sekunde eine Sekunde und die 15. eine 15. und die 1000. Nee, die 500. eine 500. ist. Wenn man Glück hat, braucht man 3-4 Versuche, wenn man Pech hat. Auch mal mehr. Natürlich ist es auch ein bisschen eine Frage, wie genau man das haben möchte. Da kann man dann, wenn man mit der eigenen Kamera zugange ist, sich entscheiden, ob die Toleranz bei einer Drittelblende, bei einer halben Blende oder wo auch immer liegt. Ich war hier noch nicht zufrieden. Aber das ist auch immer so, dann stellt man es neu ein, dann ist man wieder ein Stückchen zu weit gegangen, dann muss man wieder ein Stückchen zurückgehen, dann ist es aber doch wieder zu langsam. Also es ist eine Friemelarbeit. Und dann passiert es einem auch manchmal, dass man die Schraube im Langloch nicht fest genug anzieht und der Verschluss, der hämmert da schon mit einer relativ großen Energie gegen. Das kann das Ganze dann auch wieder verstellen. Deswegen ist das wichtig, dass man das da immer genau fixiert. Ja.
bevor man es verändert, muss man die Schraube entsprechend lösen. Auch da denkt man manchmal, man hätte es schon getan, hat es dann aber doch nicht. Letzt und schlussendlich kommt man dann aber immer irgendwann zu einem Ergebnis, mit dem man leben kann. Wir sehen hier wieder so einen Fall, dann blockiert der Verschluss auf verschiedenen Zeiten. Das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass es wieder zu weit reingeschoben ist. Also bräuchte ich jetzt gar nicht weiter probieren. Ich weiß, ich muss wieder weiter raus mit dem Ding. Aber irgendwann passt dann alles und dann geht es wieder an den Zusammenbau. Zuerst der Blendenring, der sitzt unten auf den Trägern rund um den Verschluss auf. Dann kommt der Ring mit den EV-Werten, der gleichzeitig auch die Zeiten enthält. Der wird dann quasi an die Steuerkurve gekuppelt und greift mit seinen Zähnchen unten in das Blendeneinstellrad rein. Oder Ring. Und wenn die beiden sauber miteinander agieren, dann kann der Zierring drauf, an dem ich nachher den Zeitenring verstelle. Der greift auch nochmal in die Nase ein, die nachher die Rasterung für die Zeiten an dem gerade montierten Mittelteil bildet. Und dann kommt ganz schnell noch der Retaining-Ring, der Halterring rein. Mit dem kann man übrigens die Leicht- oder Schwergängigkeit einstellen, mit der sich Zeiten und Blenden verstellen lassen. Das ist dann auch wieder persönliche Präferenz. Sollte nicht zu leichtgängig sein, dass man es nicht versehentlich verstellt, aber auch nicht zu schwergängig, sodass das wirklich smooth und geschmeidig wirkt. Der Ring hat zum Glück genug Bohrung und der Halterring hat 3 Löcher oder Schlitze. Man kann also relativ fein seine Punkte justieren. Eine fixige kleine Schraube, die noch rein muss ins Loch. Ja, und dann kann die Kamera eigentlich gleich schon wieder montiert werden. Nochmal alles auf Freigängigkeit prüfen. Und dann kann der Deckel eigentlich schon drauf. Vorher eben noch die vordere Linsengruppe. Schraubt sich jetzt einfach bequemer rein als nachher. Jetzt kann ich da viel leichter zugreifen. Ja, und dann kommt wieder die Abdeckung vorne drauf. Und die muss man auch ein bisschen sorgfältig justieren, denn wenn man die zu fest anzieht, dann blockiert die gerne mal den Vorlauf oder sie blockiert den Ablauf vom Verschluss, weil die dann auf das Gehäuse drückt. Wenn die halt mal ein bisschen Druck abgekriegt hat oder jemand dagegen gerempelt ist, dann verzieht die sich um ein Zehntel Millimeter und dann ist sie innen schon sehr eng. Wenn es ganz schlimm ist, kann man auch zusätzliche Unterlegscheiben drunter tun, da ist also noch ein bisschen Luft. Ja, soweit läuft alles auf allen Seiten. Das sieht gut aus. Und wie gesagt, wenn der Vorlauf dann, obwohl er gereinigt ist, hängen bleibt, dann hängt er meistens an der Topkappe. Da muss man da vielleicht eine Achteldrehung oder sowas nachgeben von der Schraube. Das Ganze sich einspielen lassen und dann kann man es wieder festschrauben. Und dann nähern wir uns der Finalisierung, der Ring um die Blitz- und Kronbuchse noch festgezogen wird. Und dann bleibt eigentlich gleich nur das Leder drauf zu kleben. Und dann sollte diese Reparatur fertig sein.
Ja, beim Basteln oder beim Fotografieren wünsche ich euch wie immer, habt Spaß, schießt Film und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du bis hierhin da geblieben bist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dir dieses Video oder auch irgendein anderes auf meinem Kanal irgendwas gebracht hat, dann abonniere den Kanal mal ganz schnell. Das ist immer wichtig und der Kanal soll ja wachsen und gedeihen. Von so her zähle ich da auf euch. Des Weiteren, für das wirkliche Leben, meine Workshops pixelandgrain.de, die Webseite, die hier unten eingeblendet ist, geht da mal rüber. Da gibt es jetzt für das erste Halbjahr 2024 brandneue und altbewährte Workshops. Ich freue mich auf euch. Kommt einfach mal nach Jever in die Dunkelkammer oder in die Werkstatt und dann haben wir zusammen eine Menge Spaß. So, jetzt bin ich raus und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.